einen wunderschönen guten Morgen. Ich darf euch heute einladen zur Wirbelsäule. Geht heute schön in die Rotation. Nehmen wir natürlich den ganzen Körper mit, den Bauch, den Rücken sowieso, Schultern, Arme, alles, was dazu gehört. Ich hoffe, es geht euch gut, weil ich bin jetzt wieder da, war nutze ich eine kleine Verletzungspause, aber jetzt sind wir wieder am Start. Fangen wir locker an, nimm beide Beine aneinander. Gib mir die Füße richtig aneinander, die Schuhe, die Schultern nach hinten, kreise. Du hast zwei Möglichkeiten, entweder mit Schuhe oder ohne Schuhe. Da ich mir das Band gerissen habe, bleibe ich jetzt mit den Schuhen. Ihr könnt aber auch barfuß machen, wirklich kein Thema. Ich habe nur noch ein bisschen bessere Stabilität und ein sicheres Gefühl, wenn ich die Schuhe anhabe. Nimm mal viermal die Schultern nach hinten. Und eins. Lasse die Schultern hinten. Nimm deine Arme nach hinten. Dreh die Handfläche jetzt nach hinten. Und zieh dich lang. So kleine Impulse nach hinten. Wirbelsäule bleibt lang. Der Bauch gespannt. Einfach nur lockeres Warm-up. Die Schultern. Zieh nach hinten. Lass die Wirbelsäule lang. Der Bauch gespannt. Noch viermal. Drei. Zwei. Bleib so hinten. Halt. Halt. Halte noch vier, drei, zwei, ein und nimm dein Kind zur Brust, ganz langsam, roll dich mit der Außen nach unten aus. Wenn du kannst, lass die Beine gestellt und spür erstmal die Dehnung, Oberschenkel, Rückseite. Lass deinen Kopf geneigt und halt noch vier Atemzüge. 3, 2, 1, komm leicht in die Knie und roll dich nach oben auf. Der Kopf zum Schluss. Beide Arme nach oben. Zieh dich lang. Halte. Und zieh dich noch länger. 2, ein. Lass die Arme oben und jetzt kreist du. Zieh tief und komm nach oben. Nimm die Arme und kreise. Setz dein Gesäß ab. Einatmen, komm tief. Ausatmen, zieh dich hoch. Wenn du kannst, lass die Füße immer noch zusammen. Ein. Ja. Und tief. Und zieh dich hoch. Noch viermal. Und der letzte. Lass die Arme wieder oben, die kleinen Impulse. Nach hinten, die Daumen nach hinten. Zieh die Arme lang. Bauch bleibt gespannt. Kleine Impulse. Noch vier. Drei. Zwei. Und der letzte. Senk die Arme wieder ab. Nimm dein Kind zur Brust und roll dich wieder nach unten. Lass die Beine angewinkelt oder wenn du kannst, streck sie. Jetzt versuch mal weiter nach unten zu kommen. Spür noch mehr Dehnung. Noch vier. Drei. Zwei. Und der letzte. Geh wieder leicht in die Knie und roll dich wieder nach oben auf. Der Kopf zum Schluss. Schulterblätter nach hinten, zieh die Arme zur Seite, die Daumen nach hinten, die kleinen Füße, einatmen, wieder ausatmen, schiebst du nach hinten, ein und aus, bleib in deiner Bauchspannung, bleib in deiner Mitte und zieh, noch vier. Der letzte, bleibe wieder halten. Halte, öffne deine Brustmuskeln. Halte, halte. Noch vier. Drei. Zwei. Und der letzte, senk die Arme ab. Einmal locker, kurz marschieren. Die Schultern gehen jetzt zurück. Noch vier. Drei. Zwei. Und der letzte.
Jetzt nimmst du dein rechtes Bein nach vorne, dein linkes Bein geht nach hinten. Nimm die Arme jetzt nach oben, du atmest ein. Mit der Ausatmung gehst du entweder auf halbe Höhe oder du gehst ganz nach oben. Streck dein Bein. Wir gehen auf zwei Step. Eins, du bleibst und haltest und wenn du möchtest, gehst du noch tiefer. Komm wieder zurück und zieh dich nach oben auf zwei Step. Eins und zwei. Drei und vier. Fünf und sechs. Sieben und acht. Denk an deine Bauchspannung. Eins und zwei. Drei und vier. Fünf und sechs. Sieben und acht. Eins und zwei. Drei. Bye.
eines. Senk erst die Arme ab. Geh mit deinen Armen Richtung Boden und strecke die Beine. Strecke sie. Spür wieder die Dehnung. Oberschenkel, Rücken. Noch 4, 3, 2, 1. Lösen. Komm wieder in die Position. Setz dich ab. Nimm den rechten Arm nach vorne, nimm den linken Arm nach vorne und geh wieder in die Hochtierbewegung. Jetzt drück mal beide Knie aneinander, nimm den Druck raus aus dem Rücken. Halt mit deiner Körpermitte. Atme nicht vergessen. Noch 4, 3, 2, 1. Halten. Noch 4, 3, 2, 1. Bleib in den Knien, senk die Arme ab. Leg die Hände wieder auf den Schuhen am Boden oder Wade ab und strecke noch einmal die Beine. Alle guten Dinge sind 3. Noch 4 Atemzüge Pause. 3, 2, 1. Setz dein Gesäß wieder ab. Nimm die Arme wieder nach vorne und geh wieder in die Hochtierbewegung. Nimm die Knie wieder aneinander. Bleib in der Spannung. Komm, noch 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Halte nochmal 4, 3, 2, 1. Und löse. Roll dich nach oben auf. Und die Schulter wieder rück. Nach 4, 3. Und 2. Und der letzte. Gut. Jetzt nimmst du dein rechtes Bein nach vorne. Und dein linkes Bein geht nach hinten. Wir haben ja vorher von der Rotation gesprochen. Wir gehen jetzt in die Rotation. Nimm deinen rechten Arm und stütz ihn ab auf deinem linken Bein. Deinen rechten Arm. Auf rechten Bein, sorry. Nimm deinen linken Arm. Winkel ihn an, die Daumen zurück. Jetzt atmest du ein und mit der Ausatmung gehst du in die Rotation. Du gehst wieder zurück. Wenn du kannst, nimm den Blick mit. Einatmen, zieh dich nach oben. Und ausatmen. Und komm nach oben. Und geh wieder tief. Komm hoch. Beim nächsten Mal öffne mehr deinen Brustkorb. Versuche, so weit wie möglich die Schultern nach hinten zu bekommen. Du machst das, was dir gut tut. Und öffne. Und schließe. Öffne. Und schließe. Noch zweimal. Und ein letztes Mal. Jetzt gehen wir in die Kombination. Übung bleibt. Du öffnest, zieh dich hoch. Und du schließt. Streck deinen Arm jetzt nach vorne aus, mach dich lang. Winkel ihn wieder an und geh in die Rotation. Komm wieder zurück. Strecke deinen Arm. Winkel ihn wieder an. Geh in die Rotation. Komm zurück. Strecke. Winkel an. Öffne und komm zurück. Strecke, Winkel an, geh in die Rotation. Komm zurück. Strecke, Winkel an, in die Rotation. Noch einmal, komm zurück. Strecke, geh Winkel an, bleib in der Rotation. Jetzt streckst du wieder den Arm, spreize die Finger, es gibt kleine Pulse nach hinten. Wenn du kannst, nimm den Blick nach oben zur Decke. Kontrolliere deine Bauchspannung. Bleib in der Mitte. Kleine Atemzüge. Komm, noch 4, 3, 2. Bleibe halten. Halte, halte. Noch 4, 3, 2, 1. Komm zur Mitte zurück. Nimm jetzt einen Blick nach unten. Lass deinen Arm nach unten hängen. Und jetzt kreist du. Einatmen, halber Kreis. Und aus. Auch hier, du kannst den Kreis folgen. Musst du aber nicht. Mach das, was dir gut tut.
schön schwindelchen. Einatmen und aus. Noch zwei Stück. Und der letzte. Bleibe wieder offen. Nimm den Blick jetzt nach hinten. Die Handfläche zur Decke und halte. Noch vier. Drei. Zwei. Ein. Komm zur Mitte zurück. Stütz dich am Oberschenkel ab. Ein Schritt nach vorne. Und einmal. Kannst du mal schauen. Ganz leicht spüren wir das Stampen. Gut. Einmal kurz nach hinten. Dann wechseln wir zur Seite. Einmal wechseln. Und dein linkes Bein auf. Durch die Ferse in den Boden. Linker Arm auf, linkes Bein. Rechter Arm, winkelst du an. Du atmest ein, mit der Ausatmung geh in die Rotation. Und komm wieder zurück. Geh in die Rotation. Und komm zurück. Dein Tempo, und du öffnest so weit, wie es für dich okay ist. Schließe, strecke den Arm, winkle ihn an, Rotation, komm zurück, strecke, winkle ihn an, Rotation, und strecken, winkle ihn an, geh in die Rotation, noch viermal, in die Rotation, letzten drei. Noch zwei Stück. Und der letzte. Bleibe. Und jetzt kreist du wieder. Kreis. Wie bei der Vorgänge. Entweder du bleibst mit deinem Blick am Boden oder du folgst. Noch vier Stück. Drei. Zwei. Eine noch. Lass den Arm hoch und gib kleine Pulse nach hinten. Noch vier. Drei. Zwei. Bleibe halten. Noch vier. Und der letzte. Den Oberkörper wieder zurück. Stütz dich ab. Ein Schritt nach vorne. Einmal kurz marschieren. Nimm die Schultern nach hinten. Große Kreise. Noch vier. Drei. Zwei. Und der letzte. Nimm dein rechtes Bein. Die Zehenspitzen gehen jetzt zu dir nach vorne. Und du nimmst deine Hände auf dein Bein. Und ganz langsam wanderst du jetzt mal nach unten. Geh mir so weit du kannst. Nimm die Wade, nimm die Zehenspitze. Jetzt setze mal dein Gesäß auf. Versuch jetzt mal die Zehenspitzen Ballen zu bekommen. Und ganz langsam ziehst du ihn jetzt mal nach oben und halte für vier Atemzüge. Drei. Zwei. Eins. Setz wieder ab. Halte. Setz dein Gesäß auf. Spür nochmal die Dehnung. Vier. Drei. Ein Block, setz dein Bein ab. Roll dich nach oben. Und einmal wechseln. Nimm dein linkes Bein. Zehenspitzen zu dir. Und die Hände auf dein linkes Bein. Und langsam wanderst du nach unten. Geh mal so weit du kannst. Konzentriere dich, der Bauch gespannt. Wenn du kannst, löse deine Ferse. Und halte wieder vier Atemzüge. Drei, zwei, eins.
atmest ein mit der Ausatmung, drehst du den Oberkörper und gehst tief. Erstmal auf Höhe der Schuhe. Ja? Du gehst wieder nach oben mit der Einatmung und mit der Ausatmung in die Rotation. Komm zurück. Geh wieder tief. Lass die Beine gestreckt, wie du kannst. Wenn du Schmerzen im unteren Rücken hast, winkel es an. Einatmen und aus. Einatmen, Rotation aus. Ein und aus. Ein und aus. Sehr gut. Und denk an deine Bauchspannung. Wirbelsäule hinein. Ganz fest. Ganz fest. Und halt. Noch
die Schulter wieder. Noch vier. Drei. Zwei. Und der letzte. Gut. Wir gehen am Boden. Natürlich Wirbelsäule rückengerecht. Steig über deine Matte drüber. Einmal ab. Und spannen. Wir gehen in den Vierfüßlerstand. Die Arme schulterbreit. Beine hüftschmal. Jetzt nimm mal beide Arme so weit du kannst nach vorne und setz mal dein Gesäß nach hinten ab. Zieh mal den Rücken ganz lang. Leg mal die Stirn ab und spür mal die Dehnung. Halte noch vier. Eins. Zwei. Ein. Komm, Wirbel wieder nach oben. Nimm die Arme noch ein kleines Stückchen nach vorne. Und jetzt ziehst du nach vorne. Und komm wieder zurück. Und setz dich nach hinten. Du bestimmst jetzt, ob du nur andeutest, es geht genauso, dass du deinen oberen Bereich hast, oder ob du tief gehst. Und langsam. Wichtig ist, du hast die Bauchspannung und machst langsam. Geh aufs Steps. Zieh dich hoch und zieh dich tief. Zieh dich hoch und drück dich nach hinten, mach dich lang. Einatmen, zieh dich hoch. Ausatmen, kommst du tief. Denk an deine Bauchspannung. Ohne die geht hier gar nichts. Komm hoch und tief. Noch zweimal. Und ein letztes Mal. Setz dich nach hinten ab und mach dich lang. Und noch eine. Gut. Komm wieder zurück. Vier Füße. Öffne jetzt etwas, so hast du mehr Stand. Nimm deinen rechten Arm, winkel ihn an. Mach dich jetzt ganz klein. Und wir bleiben in der Rotation. Und du öffnest. Einatmen, mach dich klein. Ausatmen, geh in die Rotation. So, Stadium Nummer 1. Wenn du mehr möchtest, nimm jetzt dein linkes Bein nach hinten, rechter Arm hoch. Komm tief mit der Einatmen. Ausatmen, geh in die Rotation. Einatmen tief. Ausatmen, Rotation. Ein, komm tief. Ausatmen, Rotation. Noch zweimal. Komm tief. Und zieh dich um. Ein letztes Mal. Du bleibst wieder in der Rotation. Halte, spreize die Finger. Nimm den Blick zur Decke. Drück die Ferse in den Boden, der Bauch gespannt. Halte. Nach vier. Drei. Zwei. Ein, dreh wieder zurück, nimm dein Bein bei und einmal wechseln. Entweder du bleibst wieder in der Position oder wenn du etwas mehr möchtest, strecke das andere an. Ferse rück zu den Boden, winkel deinen Arm an, einatmen, zieh dich tief, ausatmen, bis in die Rotation. Komm tief und in die Rotation. Abgeben. Du öffnest so weit, wie es für dich okay ist. Wichtig ist die Bauchspannung. Du bleibst immer in der Bauchspannung. Ausatmen, zieh dich hoch. Einatmen, kommst du tief. Ausatmen, zieh dich hoch. Einatmen, kommst du tief. Aus. Und ein. Noch zweimal.
letztes Mal. Bleib wieder in der Rotation, Haltung. Und die Ferse in den Boden, Bauch noch mehr Spannung, spreite die Finger noch hier. 3, 2 und dann komm zur Mitte zurück, nimm dein Bein bei, setz dich ganz kurz nach hinten ab, leg den Kopf ab und mach dich lang. Mit der letzten Ausatmung komm wieder in den Vierfüßlerstand zurück, die Arme unter von der Schulter. Öffne deine Beine, die Hüfte schmal. Zieh deine Bauchnabel nach innen. Nimm deine Füße. Jetzt gehst du auf die Zehenspitze und die Knie sind ganz leicht weg vom Boden. Du kannst auch höher gehen, leicht. Oder tief halten. Halt. Noch 4, 3, 2, 1. Setz einmal auf. Einmal tief ein- und ausatmen, Bauchspannung und mit der nächsten Ausatmung. Nimm die Knie wieder vom Boden. Halt. Halt. Noch 4, 3, 2, 1. Und noch einmal ein tiefer Atemzug. Bauchspannung und los geht's. Komm, aufwacht. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und ab. Setz dich nach hinten, mach dich wieder lang, leg den Kopf ganz kurz ab. 4 Atemzüge. 3, 2, 1 und los. Gut. Setz dich jetzt zur Seite ab und nimmst den Ellbogen unterhalb von der Schulter. Winkel mal beide Beine an. Nimm deinen Arm jetzt nach oben. Das ist jetzt die leichte Variante. Wenn du so ein bisschen anstrengend haben möchtest, nimm das obere Bein nach vorne, das untere nach hinten. Bleib mal nochmal in der Rotation. Du atmest ein, mit der Ausatmung gehst du tief. Geh mit dem Ellbogen so tief du kannst. Und öffne den Brustmuskel. Zieh nach hinten und zieh den Arm relativ weit nach oben. Und geh wieder in die Rotation. Und zieh zurück. Einatmen, komm tief. Ausatmen, Rotation. Auch hier wieder. Du bestimmst, wie tief du gehst und wie weit du öffnest. Wichtig ist, bei jeder Einheit, du arbeitest mit deiner Körperspannung, nur der Bauch, immer anspannen. Wir wollen für den Rücken arbeiten, nicht gegen den Rücken. Noch 4-mal. Letzten 3. Noch 2. Einen. Leg deine Hand nach hinten ab. Stütz dich auf und nimm dein Bein nach oben. Die Zehenspitzen jetzt zu dir. Halten. Erstmal halten. Ganz langsam. Wander mal mit deinem Bein so weit nach oben, wie du kannst. Zieh den Bauchnabel noch mehr nach innen. Halten. Langsam, kommst du tief. Und jetzt kreist, einatmen, halber Kreis. Und aus. Und. Soweit du kannst, halte. Spiel mit dem Bauch. Noch 4, 3, 2, 1. Langsam ab. Winkel beide Beine an. Und geh in die Grätsche. Vorwärts zur anderen Seite.
Nimm jetzt einen rechten Arm nach hinten, den linken Arm. Ziehst du jetzt nach oben. Jetzt gehst du diagonal. Gehst tief. Und mach dich hin. Geh tief. Und zieh dich hoch. Einatmen, zieh dich hoch. Ausatmen, kommst du tief. Ein. Mach dich lang und auch hier wieder, denk an deine Bauchspannung. Wer Probleme hat, nimm die Matte, geh einfach ein kleines Stückchen, wickel die Matte ein, somit sitzt du automatisch etwas tiefer. Wer Probleme hat im unteren Lendenbereich, noch viermal, zeig's euch gleich, und noch drei. 2 und der letzte. Löse. Nimm einfach die Matte, von hinten, klapse so, da sitzt du drauf, ist kein Problem. Einmal wechseln, nimm den Arm wieder nach oben, Wirbelsäule lang, Bauch gespannt, Zehenspitzen zu dir. Komm wieder tief. Auch hier, du gehst nur so tief, wie dein Bauch und dein Rücken das Zusammenspiel hält. Ganz, ganz wichtig, geh nicht über den Punkt, wenn du Probleme hast. Komm tief und zieh dich hoch. Komm tief und zieh dich hoch. Ausatmen und atmen. Noch viermal. 4. Noch 3. 2. Und der letzte. Und löse. Schließe die Beine, wickel an und wir wandern zur anderen Seite. Also auch wieder wie bei der vorhergehenden Übung. Entweder lasst du die Beine in der leichteren Variation oder aber oberes Bein geht nach vorne und unteres Bein streckst du geht nach hinten. Nimm deinen Arm wieder nach oben, Bauch gespannt. Geh wieder tief, soweit du kannst mit dem Ellbogen, wenn es nicht geht. Teil Thema. Und geh in die Rotation. Komm tief. Und öffne. Sehr gut. Bleib in deiner Bauchspannung. Denke daran. Komm tief. Und Rotation. Komm tief. Und geh in die Rotation. Und tief. In die Rotation. Komm, noch viermal. Und die letzten drei. Ich finde die Übung sehr schön. Drücke die Damen und Herren, die viel sitzen unterhalb vom Schulterblatt. Ist da so ein ganz kleiner, fieser Schmerz. Und den kannst du immer wieder wegdrehen. Noch zweimal. Und der letzte. Leg deinen Arm nach hinten ab. Nimm dein Bein. Zieh es mal nach oben. Halt. Zehenspitzen zu dir. Schulter bitte. Nach hinten. Brust raus. Noch 4. 3. 2. 1. Komm langsam tief. Und kreise wieder. Einatmen, halber Kreis. Und aus. Der Bauch darf ein bisschen mitarbeiten. Hier die Seiten. Spannen. Und einatmen, halber Kreis. Und ausatmen, halber Kreis. 4 Stück noch. 3. 2. Und der letzte. Zieh noch einmal dein Bein so weit. Du kannst nach oben. Zehenspitzen zu dir. Halte. Noch 4. 3. 2. Und der letzte. Winkel dein Bein an. Und jetzt legst du dich auf den Rücken, bitte. Gib mir noch ein bisschen Bauch. Winkel die Beine an. Jetzt hast du mehrere Möglichkeiten. Die Fersen am Boden. Für die, die noch nicht so geübt sind vom Bauch her, nimm einfach die Arme unter so einem Schlingel und du ziehst dich jetzt ganz langsam nach oben. Alle anderen, Füße zusammen, Knie zusammen.
Atme ein, Daumen zu der Mitte ausatmen, läuft langsam nach Schulterblätter, Schulterblatt spitzen, bleiben weg von Atme ein, wieder ausatmen, ziehe ich wieder nach oben, mit Hilfe oder ohne Hilfe. Du entscheidest, was du machst. Wie ein Lift, so ganz langsam tief. Zieh dich hier ganz langsam wie ein Lift nach oben. Stellst dir vor, eine Schnur zieht dich nach oben. Eine Schnur zieht dich tief. Komm. Und aus. Zweimal. Stellen dir ein Sektablett ab. Halt. Wenn es so anstrengend ist, geh einfach wieder tief. Mach das, was du kannst. Halt. Noch 4, 3, 2, 1. Setz ab. Und ganz langsam roll dich komplett ab. Leg den Kopf ab, die Arme nicht. Strecke die Beine. Jetzt gehst du diagonal. Nimmst du deinen rechten Arm. Der linke Arm, wenn du Probleme hast, mit dem Nacken stützen ab, ansonsten lass du ihn gestreckt. Gehst du diagonal zur Seite, komm nach hinten und wechsel. Einatmen, mit der Ausatmung, tipp einmal auf den Boden. Wer jetzt Probleme hat mit dem Nacken, leg dich einfach kurz ab und zieh dich wieder hoch. Leg dich kurz ab. Und zieh dich wieder hoch. Wer mehr möchte, wer keine Probleme, bleibt. Und tipp. Und tipp. Noch 8 Mal. 7, 6. Mit der Rotation wieder mitgehen.
wirst oder du bleibst in einer Richtung. Letzten 4. 3. 2. Und der letzte. Einmal ablegen. Einmal Bein wechseln. Und ziehst dich wieder hoch. Diagonal und tief. Zieh dich hoch. Und letzte Übung für heute, dein Stretch und relax. Letzten 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Strecke dich, nimm die Arme nach hinten und mach dich lang. Nimm deinen Kopf und ganz langsam drehst du ihn zur Seite, egal welche. Und komm langsam über die Mitte zur anderen Seite. Versuch mal einzuatmen über die Mitte, ausatmen, wenn du den Kopf drehst zur Seite. Einatmen Mitte, ausatmen Seite, ein und aus. Noch einmal zur anderen Seite, komm zur Mitte zurück und nimm beide Beine, winkel sie an, greif unterhalb vom Knie und zieh mir ganz locker die Knie Richtung Brust. Zieh mal zur Brust und löse. Zieh zur Brust und löse. Noch zweimal. Beim letzten Mal bleibe halt. Halt. Noch 4, 3, 2. Arme auf die Knie, ganz locker. Jetzt einmal eine Massage an unsere Wirbelsäule. Mit der Ausatmung drehe ich mal zur Seite. Und über die Mitte einer Ausatmung. Ganz langsam. Du machst das, was du gut tust. Seite noch einmal. Komm zur Mitte wieder zurück und stell die Beine ab. Nimm dein rechtes Bein, linkes an, linkes Bein streckst du. Zieh mal dein Knie Richtung Brust. Komm halt. Nacken, Schulter ganz entspannt. Atme in deinem Tempo ohne Bauchspannung. 2. Und noch eine. Und löse. Streck dein Bein. Und einmal wechseln. Zieh dein Knie wieder Richtung Brust. Schulternacken immer noch ganz entspannt. 4. 3. Wanderst du mit beiden Händen die Füße entlang, entweder nimmst die Socken, die Schnürsenkel oder aber die Innenseite der Schuhe. Jetzt gehst du so weit nach vorne, wie du kannst. Zieh dich hoch. Komm tief, tief. Spür hier richtig die Dehnung. Lass deinen Kopf nach unten. Ganz nach unten.
hat. Und nimm die Hände einmal rechts, einmal links. Bleibe tief. Ganz langsam roll dich nach oben ab. Und schließe die Beine. Das Ganze jetzt nochmal nach vorne. Nimm wieder die Schnürsenkel, so um was du erwischen kannst. Und zieh dich tief. Spüre die Dehnung. Schließe noch einmal die Beine, umfasse deine Waden und zieh ein letztes Mal den Oberkörper tief, so tief du kannst. Strecke ein letztes Mal die Beine. Noch vier Atemzüge. Drei. Zwei. Und der Luft. Ganz langsam. Rollst du nach oben auf. Nimm die Schultern nach hinten. Große Kreise. Noch vier. Drei. Zwei. Und der letzte. Ein letztes Mal. Nimm die Arme nach hinten. Leg's mal im Gesäß ab. Nimm die Schulter wieder nach hinten. Lass mal dein Kinn nach unten. Lass den Kopf nach vorne fahren. Nimm ganz bewusst die Schulterblätter nach hinten und gib mir einen kleinen Input unten am Lendenbereich. Und spüre nochmal die Dehnung. Die letzten 4 Sekunden. 3, 2 und der letzte. Gut, ihr habt es geschafft. Vielen herzlichen Dank. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich habe mir am Anfang gar nicht vorgestellt, weil ich hier schon so einen Tag habe für die Gabe, aber für die Neuen, die wissen das nicht. Lasst uns beim nächsten Woche was einfallen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Vielen Dank. Lasst es euch gut gehen und bleibt gesund. Ciao.